Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Jeffy und ich bin unabhängige Sensibilaterin. Es schneit. Es schneit. Es schneit. Und ich habe Rücken. Wunderbar. Das sind die besten Voraussetzungen. Also, meine Lieben. Ich habe gerade im vorhergehenden Video gesagt, ab Dienstag. Nee, Montag. Entschuldigung. Ja. Ich bin schon wieder, also echt, ich brauche mehr Wochenende. 2 Tage sind definitiv zu wenig. Also, nicht ab Dienstag, sondern ab Montag. Den 22. April gibt es für alle, die gerne waschen und putzen mit Sensi, also zu dem Putzfreaks gehöre absolut ich mit Sensi. Also mit Waschen wisst ihr ja so, ne? Aber gut, man muss ja die Sachen nicht unbedingt auch zum Waschen benutzen. Also ihr wisst ja, ich tue ja grundsätzlich die Washer-Wiffs immer zweckentfremden. Aber es kommen neue und wiederkehrende Wäsche und Reinigungsprodukte, und zwar es kommt als Allzweckreiniger, Konzentrat, Sprühreiniger und Badreiniger jeweils der neue Duft Pink Sunshine, und ich habe mich schon die ganze Zeit immer gefragt, für was das ist. Das habe ich ja am Freitag schon gesagt. Ich habe den Counter Cleaner von Pink Sunshine schon hier und der riecht überhaupt nicht so, wie die Duftbeschreibung klingt. Ich finde, also für alle, die mich ja schon ein bisschen länger verfolgen, ja, ich bin ein absoluter Counter-Clean-Freak. Also ich habe den überall stehen und ich mische mir den mittlerweile mit dem Allzweckreiniger-Konzentrat selber an. Diese Flasche haben wir Anfang Februar auf der World Tour in Nürnberg geschenkt gekriegt. Und der ist ungelogen wahrscheinlich noch über 3/4 voll. Das sagt, glaube ich, schon alles über den Duft auf, wie er mir zusagt. Also nur mal so dazu. Also für mich riecht er nach so einem giftigen grünen Apfel. Aber grüner Apfel ist da gar nicht drin. Aber tatsächlich, ich habe den auch beim ersten Mal gleich gesprüht, weil ich mir gedacht habe, yeah, Counter Cleaner, ich freue mich. Nein, geht gar nicht. Also für mich geht er echt gar nicht. Und obwohl, und wir hatten bis dato, hatten wir keine Duftbeschreibung. Also ich habe mich schon immer gesucht. Aber üppige Birne und Pflaume gesellen sich zu Kaschmir und einem Glas Rosenmilch. Ich weiß nicht, wie ich dann jetzt darauf komme, dass das so ein grüner Apfel ist. Aber das hat so einen beißenden, stechenden Apfelgeruch. Es ist einfach so. I'm so sorry, I'm not sorry. Und es kommt White Tea and Cactus. War aus einer Sommerkollektion. Ein klarer, aufmunternder und erfrischender Blumenmix mit grüner Note. Ich muss immer aus dem Fenster gucken, denn dieses Schneegestöber da draußen irritiert mich da doch ein bisschen. Also White Tea and Cactus ist richtig geil. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich mir da nicht den ein oder anderen das Allzweckreinigerkonzentrat hole. So, dann kommt wieder das klassische Wäschepflegeset mit einem Waschmittel und 2 Dosen Washer-Wiffs. Die Erfahrungen haben aber gezeigt, dass diese Sets eigentlich ein bisschen überholt werden müssten, weil man müsste eigentlich 3 Dosen Washer-Wiffs auf die Menge vom Waschmittel mit anbieten. Also mir ging es jetzt zumindest immer so. Also ich habe immer 3 Dosen gebraucht für eine Waschmittel-Ding. Zu den Preisen. Also der Allzweckreiniger Konzentrat. Moment, ich zeige ihn euch. Oh Gott, mein Rücken.
Das ist ja hier dieser große, also das ist jetzt hier, ich habe jetzt hier Vanilla Mint, also das ist schon, der ist jetzt schon ein bisschen älter, ne? So groß ist das Allzweckreinigerkonzentrat. Daraus mische ich mir meinen Counter Cleaner selber. Der wird kosten 28 Euro. Der Counter Cleaner, den ich gerade in der Hand hatte, 14,25 Euro. Und der Badreiniger auch 14,25 Euro. Dann das Wäscheset wird kosten 67,50 Euro. Also ein Waschmittel und zwei Dosen Washabiffs. Zum einen in Starburst Sky. Süßer Apfel wird von Vanillecreme und fluffigen Kokosnusswolken von einem Sonnenuntergang aus bernsteinfarbenen Blüten verzaubert. Ja, und dann. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Das nächste Set ist Coconut Lemongrass. Cremige tropische Kokosnuss und sonniges fröhliches Zitronengras. Ihr wisst, wie ich zu Coconut Lemongrass stehe, ne? Also die gibt es nur als Sets, gibt es nicht einzeln. Und die Sets können auch nicht in den Club geschmissen werden. Ja. Ja. Also, wisst ihr Bescheid? Ab Montag, nicht ab Dienstag. Ich sage die ganze Zeit immer ab Dienstag. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf Dienstag komme. Ich bringe da hier schon wieder irgendwas durcheinander. Aber naja, gut. Es ist, wie es ist, ne? So, meine Lieben, das war's von mir. Ich gehe jetzt essen. Ich habe Hunger. Ich hab echt richtig Knast. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich wirklich immer riesig. Und wenn du noch keine Duftschnecke hast, auf der Suche nach einer bist, eine neue brauchst oder, dann darfst du mir sehr gerne schreiben. Meine Handynummer steht nämlich in der Beschreibung. Und ja, dann werden wir schon zusammenkommen. Und dann, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen, hoffentlich nicht verschneiten Sonntag. Und wir werden uns wiedersehen. Macht's gut.